Heute hinter Türchen 3 verbirgt sich diese schöne Schneeflocke. Wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch mal eben. Viel Spaß! Wir fangen wieder an mit einer einfachen Skizze. Um es euch so einfach wie möglich zu machen, empfehle ich euch wie eine kleine Pizza. Also wir machen uns hier mal auch einen runden Kreis. Ich mache es hier wieder mit Washi-Tape. Einfach nur, damit es gleichmäßiger wird. Ungefähr die Mitte. Schätzen wir mal so ein bisschen, ne? Und dann ziehen wir hier wie beim Pizzaschneiden einfach eine Linie durch. So, jetzt noch ein bisschen Augenmaß. Ihr könnt euch das natürlich aber auch gerne abmessen. Da gibt es ein Geodreieck. Ich mache das jetzt hier mal so Pi mal Daumen. So. Dann könnt ihr eure Schneeflocke gestalten, wie ihr wollt. Wir können Linien außen. Mit dem Kreis ist das natürlich eine gute Hilfe. Da wird auch alles ungefähr im gleichen Abstand. Dann können wir noch eine Linie, aber diesmal ein bisschen unterbrochen. So ein bisschen Knick. Der Vorteil ist, umso größer ihr diese Schneeflocke macht, umso mehr Details könnt ihr reinsetzen. Umso kleiner, umso schwieriger wird es. Dann setzen wir hier noch so eine Schräge rein. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier nicht kollidieren, ne? Da unten wird es nämlich schon ein bisschen enger. Vielleicht auch noch ein paar von der Kugel wegsetzt. Also da könnt ihr euch echt auslassen. Drückt nur nicht zu doll auf. Und dann können wir hier am Ende von denen auch noch mal so Kügelchen setzen. Sieht doch schon nach was aus. So, da könnt ihr jetzt entweder einen Knetradierer, mit dem könnt ihr schön rüberrollen, oder mit einem normalen Radiergummi. Je nachdem, wie hell oder dunkel ihr diese Schneeflocke jetzt malt. Ihr könnt euch natürlich auch schwarzes Papier nehmen und die Schneeflocke mit weiß drauf malen. Ne? Hier könnt ihr jetzt mit einem Stift, mit einem Fasermaler oder halt mit der Aquarellfarbe. Ich werde dir die Schneeflocke mit einem Silber malen. Und ja, da machen wir jetzt mal ein paar Tröpfchen Wasser drauf, dass es sich ein bisschen anlöst hier. Dann nehme ich einen Pinsel in Größe 0. Wie gesagt, ihr könnt hier Farben nehmen, wie es euch beliebt. Dann fange ich einfach an, Linie für Linie nach
nachzumalen. Wie schön das glitzert. Na, das sieht doch nach was aus, oder? So einfach können Schneeflocken sein. Ich mag es total gerne und man kann sich das so toll auslassen. Ihr müsst euch unbedingt mal Makroaufnahmen von Schneeflocken angucken. Und ja, das ist der Wahnsinn, was da für Muster entstehen. Und das, ohne dass sich darüber jemand Gedanken macht, sondern einfach so. So, auch hier das kurz antrocknen lassen und dann könnt ihr es ausschneiden. Schneeflöckchen, Weißröckchen kann sich warm anziehen, denn heute werden viele Schneeflocken durch die Gegend fliegen, auch wenn nur durch die virtuelle Welt. Vielleicht schneit es ja heute tatsächlich irgendwo. So, ihr seht jetzt hier noch ein paar Bleistiftlinien. Ich kann die oder ich möchte sie jetzt noch nicht wegradieren. Dafür muss es wirklich richtig trocken sein, sonst verschmiert es mir. Also wartet bitte ein bisschen ab, ehe ihr eure Bleistiftlinien, die man noch sieht, wegzuradieren, bis es wirklich trocken ist. Dann könnt ihr das auch bedenkenlos befreien vom Bleistift. Ja, ihr wisst Bescheid. Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Markiert mich gerne drin. Ich teile es auf jeden Fall mit euch. Ich bin dankbar, dass ihr auch heute mit zugeschaut habt und freue mich schon auf morgen. Bis dahin. Tschüss.